Hallo Messebegeisterte, ich bin der Serge von eBay Shop Sport Atlantis. Es gab heute eine Anfrage. Man hat mich gefragt, ob ich doch ein Küchenmesser vorstellen kann. Ich habe hier ein Küchenmesser aus der Serie Speisenkönig. Dieses Messer scheint dann doch sehr beliebt zu sein. Das sieht man an den Beobachtern bei eBay zum Beispiel. Genau, das ist hier, das ist Damast 1000 Lagen. So, jetzt ist besser. Griff besteht aus vorne Duraluminium und das schwarze Hainbuche. Alles wunderbar verarbeitet. Also relativ einfach gemacht, einfach gehalten, aber ja, in einer Top-Qualität. Das ist jetzt kein großes Kochmesser oder Küchenmesser. Das ist so ein mittelgroßes. Ich persönlich mag auch keine große Messer in der Küche. Also der hat zum Beispiel jetzt ist hier die Länge von der Schneide. 165 mm. Recht stabil gemacht. Die Dicke hat knapp 3, also, ja, 2,9, also etwa um die 3 mm ist das Ding dick. Das ist nicht zu schwer und nicht zu leicht. Das ist einfach dieses Verhältnis ist hier, also wirklich optimal getroffen. Wieder jetzt keine Schärfe jetzt. Das ist jetzt mein 1000 Lagen Damas ist kein rostfreier Stahl. Also wenn jemand so ein Messer kauft, der muss diese Stahl auf jeden Fall etwas pflegen. Auf jeden Fall, wenn man fertig ist, muss die Klinge abgetrocknet werden. Also mit einem Tuch muss es trocken gerieben werden, ja, oder trocken gemacht werden. Und der darf dann auch also nicht in die Messerscheide, bevor die Klinge komplett trocken ist. Es wird auch ein Pflegeöl dabei sein bei diesem Angebot. Einmal für den Griff und einmal für die Klinge. Also da muss man jetzt nicht immer unbedingt, aber wenn er jetzt für längere Zeit wegkommt, dann sollte man dann auf jeden Fall hier mit Vaselinöl ein bisschen einreiben und Griff. Auch mal ab und zu mal, weil es eben ein Holzgriff ist und ja, Holz braucht auch etwas Pflege. Ja, das Ding ist wie gesagt sau scharf. Ja, das kann ich jetzt hier. Und das ist auch. Das hat etwa 61 bis 62 Rockwell Härte, das kann man auch hören. Ja? Die Härte kann man hier regelrecht hören, dass das Ding richtig hart ist. Ist ein Kohlenstoff-Stahldamast. So sieht das Ding aus. Also wenn Sie richtig damit umgehen, dann ja, können Sie damit sehr, sehr lange Zeit Spaß haben. So sieht das Ding aus. Und ja, so eine Lederscheide gibt es auch dazu. Das ist auch eine handgefertigte Lederscheide, speziell für dieses Messer gebaut. Hier alles
alles mit Leder verklebt, dass es keine Kratzer gibt. Wobei, wenn sie damit arbeiten, natürlich, ja, bekommen sie da Kratzer rein, aber. Also, so Leute, das ist jetzt ein Speisenkönig-Jahresmesser aus 1000 Lagen Damast mit schwarzer Hainbuche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal, macht Daumen hoch und wenn ihr Fragen habt, stellt Fragen. Ich werde alle Fragen beantworten. Und auf dieser Stelle sage ich Dankeschön und auf Wiedersehen.